So, hi. Ah, okay. Motor ist schon mal auseinandergebaut. Alles sieht eigentlich soweit gut aus. Es ist ja ein bisschen Lagerspiel haben wir. Also was heißt Lagerspiel, habe ich schon vorher schon gemerkt, dass er ein bisschen hat. Ne? Und ja, ich habe mir die Lager jetzt soweit angeschaut. Sieht nicht so gut aus. Da müssen wir nochmal schauen. Später. Ja, ich meine, weiß nicht, ob man das so sieht. Komm mal ein bisschen näher. Da müssen wir mal später mal schauen, was der Motorenbauer sagt. Ja. Es kann sein, dass wir auf jeden Fall die Kurbelwelle erneuern. Das müssen wir sehen. Ne? Hier, einer hat ja hingeschrieben gehabt bei dem letzten, dass wir eine TVSI-Kurbelwelle nehmen. Vielleicht werden wir das auch machen. Mal schauen, was der Motorbauer sagt. Wenn er sagt, wir sollten den auf jeden Fall neu machen, dann gehen wir auf jeden Fall auf 2 Liter TVSI Kurbelwelle, dann mal schauen. Anderen Block nehmen wir nicht, der Block sieht eigentlich so gut aus. Wir werden den aber umbohren auf 82,5, also heißt 82,5er Kolben kommen rein, also wird der ja größer gebohrt, ne? 83 glaube ich. Wird der gebohrt, gehohnt, geschliffen, ja, und dann bauen wir das wieder zusammen. Ja, und dann, viel brauche ich ja nicht sagen, was alles reinkommt. Das wird sich natürlich alles erneuert. Ne? Wir nehmen auf jeden Fall größere Ölkanäle, Öldüsen. Dann nehmen wir auf jeden Fall von TDI, weil die sind halt ein bisschen dicker und spritzen halt dementsprechend mehr Öl. Das ist wichtig. Also von TDI hat man mal sagen lassen. Mal schauen, ob das so stimmt. Die werden wir auf jeden Fall erneuern, sonst alles kommt neu. Ne? Die Pleuel, die habe ich sogar da. Mir fehlen eigentlich nur die Kolben. Eigentlich ist alles soweit da. Die Lagerschalen sind da. Kurbelwellenschalen sind da. Nur die Kolben fehlen uns noch. Ne? Die Kolben. Die Kolben fehlen uns und das war's. Wir müssen natürlich auf die Kolben warten. Das ist immer ein Problem. Wenn ihr mal hier den Motor wegschickt zum Bohren und so, könnt ihr das nicht ohne die Kolben machen. Die Kolben werden immer... Also macht man, dass man die Pleuel und die Kurbel, die Kolben mitgibt, dass er dementsprechend einmal misst, guckt, ob die gerade sind oder nicht. Es kann sogar sein, dass man halt, weil die müssen ja alle ein gleiches Gewicht haben. Ne? Es geht ja nicht, ich sag mal, wenn einer, ich sag mal 40 Gramm ist und der eine 34 oder 44, das geht nicht. Das muss alles gleich sein, deswegen geben wir die mit. Und falls die einen Umwucht haben sollten, dann werden die natürlich geschliffen und dementsprechend angepasst. Aber das macht der Motorenbauer gleich mit. Okay, das auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ich schätze mal die Tage, werden wir da hingehen, warten wir auf die Kolben. Kommen die Kolben direkt, gehen wir dahin und danach, ja, warten wir, bis der Motor wieder zurückkommt. Und dann, ja, beim Ausbauen, ich meine, da brauchen wir doch extra kein Video machen. Beim Einbauen ist es eher interessant als beim Ausbauen. Weil beim, ja, ich meine, beim Ausbauen, was, da baut man einfach aus. Und bei Einbauen ist es natürlich geiler, dann können wir mal sehen, wie das ist, wie viel Newton und so. Ja, ist interessant. Und eine Blockplatte kommt drauf, Blockverstärkungsplatte kommt drauf. Wir wissen aber nicht, ob das jetzt 1 cm ist oder 0,6er oder vielleicht sogar 2. Also kommt immer, also 2 cm, kommt immer drauf an, wie, was für eine Kurbelwelle wir nehmen. Ne? Und deswegen, das werden wir erstmal sehen. Und sorry Jungs, ich bin voll im Arsch, ich bin voll krank, wenn ich jetzt so irgendwie kaputt rüberkomme. So, und was haben wir eigentlich bei dem Auto noch gemacht? Das zeige ich euch jetzt. Also, Tieferlegung ist schon drauf, Konifahrwerk schon drauf, Bremsen sind drauf, zeigen wir gleich. Nur eine Sache noch, hier ist eine neue Narbe. Nicht, weil die kaputt war. Ne? Wenn du dann halt solche Noobs hast, die eine Spurplatte drauf machen, ne? Bitte die Narbe mal sauber machen. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Narbe sauber machen, ein bisschen einfetten. Ne? Das Geile ist, die Schrauben sind falsch drin gewesen, weil die dann erstmal, ich glaube, die Narbe nicht sauber gemacht haben, das Scheißding erstmal drauf geklatscht haben und danach, dass er nicht mal richtig drauf saß und dann haben die Schrauben falsch angesetzt. 2 konnte ich gar nicht rausholen, ich habe die versucht zu schweißen, da ging gar nichts. 2 habe ich abgekriegt, aber auch richtig schwer und einer war überhaupt nicht drauf. Das ist das Geile. Und dann guckt euch mal das an.
Ne? Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Aber einfach mal sauber machen, Fett drauf, dann geht das auch. Dann brauchen wir nicht das ganze komplette Ding rausholen und erneuern. So, das ist das eine. Hier kommen noch auf jeden Fall Bremsen drauf. Ne? Bremsen von 255 auf 335. Wollen wir ja nicht sagen. Das kommt auf jeden Fall. Vorne haben wir auf jeden Fall schon alles drin. Ja, und dann warten wir auf die ganzen Sachen, was kommen, und dann machen wir weiter. Und dann sehen wir uns, wenn der Motor wieder zurück ist vom Maschinenbauer, Motorenbauer. Wenn das wieder zurück ist, dann bauen wir das zusammen ein. Okay, bis dann. Ciao.